Erste Halbzeit haben wir völlig verschlafen, waren viel zu passiv, hatten zu wenig Leidenschaft und die Bewegung ohne Ball war fast gar nicht da und so haben wir denen viel zu viel Gelegenheit geboten. Die waren heiß von Anfang an, sind ein hohes Tempo gegangen und die erste Halbzeit haben wir völlig verschlafen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann mehr und mehr aufgedreht, weniger Chancen zugelassen und hatten 200, 300 oder sich 500-prozentige, wir müssen nur einen Ball reinmachen, dann steht es unentschieden, dann ist das Spiel wieder offen. Und stattdessen vergeben wir die guten Chancen, laufen dann hinterher und gut, wenn man nicht in der Lage ist, einen der Bälle reinzumachen, dann kann man auch keinen Punkt holen oder nicht gewinnen. In der zweiten Halbzeit haben wir beste Chancen nicht verwertet und dann verliert man leider so ein Spiel. Wir hätten es nicht verlieren müssen. Also es wäre sogar fast mehr als ein Punkt drin gewesen, weil wir hatten beste Torchance in der zweiten Halbzeit, die wir nicht genutzt haben, aber das kann man nicht ändern. Wir haben die Hamburger ein bisschen zu viel spielen lassen. Sie hatten ja die Möglichkeiten in der ersten Halbzeit. Wir hatten zwar auch sehr viele Möglichkeiten, eigentlich auch viele hundertprozentige. Und deswegen hätten wir durchaus ein oder zwei Tore machen müssen. Und wir sind sehr enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Dass nicht jedes Spiel so funktioniert wie gegen Stuttgart, das war uns klar. Ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall besser gespielt haben, haben uns zahlreiche Torchancen erarbeitet und glaube ich hätten hier auch locker einen Punkt mitnehmen können. Vielleicht war das Spiel am Dienstag auch etwas zu leicht für uns, dass wir geglaubt haben, wir können hier speziell in der ersten Halbzeit mit halber Kraft spielen, aber das kann man gegen keine Mannschaft, erst recht nicht gegen den HSV. Ist jetzt 3 Tage her, glaube ich. Ich glaube nicht, dass daran liegt, dass wir zu viel Kraft in dem Spiel gelassen haben. Ich denke, so wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, so hätten wir auch annähernd in der ersten Halbzeit spielen sollen. Und die Chancen waren eigentlich da. Wir hätten frühzeitig den Ausgleich machen können. Oder zumindest kurz vor Schluss den Ausgleich. Mit einem Punkt hätten wir leben können heute sicherlich. Nur vielleicht war es doch nach dieser Gala-Vorstellung in Stuttgart, die paar Prozent, die gefehlt haben, vielleicht vom Kopf her, gerade das Spiel ohne Ball so zu forcieren, wie wir es in Stuttgart gemacht haben. Und das ist entscheidend. Ich weiß nicht, ob das unbedingt der Stürmerfoul ist von Luca. Ich meine, beide gehen mit dem Körpereinsatz da rein und auch beim zweiten Mal weiß ich nicht ganz genau, ob der Ball hinter Linie war. Aus meiner Sicht war er hinter Linie. Das muss man im Fernsehen vielleicht nochmal anschauen. Wie gesagt, wir hatten ja noch ein, zwei dicke Torchancen, die eigentlich drin sein müssten. Und deswegen sind wir sehr enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Es waren einige Szenen, auch der Kopfball von Miro Klose war laut unseren Spielern hinter der Linie. Sie sagen, die schwören beide, Luca Toni und er, dass sie klar hinter der Linie war. Kann man dem Linienrichter auch keinen Vorwurf machen, waren 3, 4 Spieler dazwischen, kann er wohl schlecht sehen. Das ist wieder mal so eine Szene, wo ich unbedingt dafür bin, dass es eine Torkamera gibt. Das ist die einzige Situation, wo ich die Technik gerne hätte. Jetzt haben wir über eine Woche Zeit und in den nächsten Tagen ist mal zu erholen und zu analysieren, woran es gelegen hat. Wobei wir das eigentlich wissen, denke ich. Und dann müssen wir halt 3 Punkte jetzt gegen Dortmund holen. Im Pokal war es wichtig, weil das ein einziges Spiel war, dass wir das gewinnen. Jetzt haben wir noch 16 und ich denke, dass sich unsere Qualität durchsetzen wird. Es war eine Niederlage einfach, das passiert. Wie ich schon gesagt habe, wenn wir unsere Leistung bringen, dann wird uns keiner stoppen in der Bundesliga. Und heute haben wir unsere Leistung nicht gebracht, vor allem nicht in der ersten Halbzeit. Und dann verliert man in Hamburg.